Herzlich willkommen zum Let's Play von Blitzkrieg, heute wieder mit meiner Frau. Hi. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen gleich das Spiel. Drei Tokens ziehen. Und du darfst beginnen. Okay. Also ich werde meine Einheiten so legen, dass ihr sie vielleicht erkennen könnt auf der Kamera. Die von meiner Frau sind schwierig zu erkennen hinter dem Sichtschirm. Und wir versuchen es schnell zu spielen auch wieder, gell? Ja. Meine Frau würde es auch hier schaffen. Also das Spiel gibt schon her, dass man da oft mal ein bisschen grübeln okay. muss. Okay, nein, ich versuche sehr schnell zu sein. Und was ist da? Du kriegst eine Spezialeinheit. Also in die Beutel. Hier gehst du rein. Dann gehe ich auch mal hier drauf. Und zwei in diese Richtung, in Westeuropa. Und du bist wieder dran. Und ich krieg auch eine Spezialeinheit. Das wäre die hier. Und dann ziehen wir natürlich. So, bin ich gespannt, was da rauskommt. Ja. Yeah. Ohne viel nachdenken. Machen wir. Die Kaffeemaschine spielt auch mit. Ja, okay. Ich mache jetzt hier. Das Bombardement und du bekommst 2 Siegpunkte. Dann darfst du einen Token wegballern. Soll ich jetzt einfach. Ja, einen. Dann nehme ich hier. Das ist schön. Der war nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Dann setze ich hier rein, bekomme 2 Spezialtokens. Die beiden hier. Und dann muss ich ziehen und du bist dran. Mhm. Vorher hat sie gewonnen. Hast du hier, du musst. Ah ja, eins, genau. 25 zu 23 hat sie die letzte Partie gewonnen. Ich mache das hier. Was war das? Ein Track. Drei. Und zwei waren das. Ja. Boah, bist du da weit voran. Boah. Das ist hart. Das ist echt hart. Boah, das ist echt hart. Dann gehe ich da drauf. 1, 2 und krieg einen sofort hinter meinen Sichtschirm. Gute Frage. Was mache ich hier? Schwierig. Ach so, ich muss noch einen ziehen. Das hier. Also 2 hier, 1, 2 und 1, 2, 3. Okay. Und du hast auch 2. Habe ich schon. Achso, ich war da ja vorher, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Okay. Boah, ey. Das ist jetzt schon sehr schwierig, wo ich den einsetze. Das ist jetzt schon extrem schwierig. Ich gebe den hier rauf, dann kriege ich 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und du bist dran.
Mach ich mache ich hier Darfst du einen ziehen und zu und also darf ich gleich jetzt einen ziehen? Jetzt sofort einen ziehen, oder? ja. Na, ich glaube, du musst gleich setzen und dann. Just Ja, setzen. ja, ja. Ja, dann setze ich jetzt gleich. Genau, und dann führst du die Effekte durch. Krieg einen Siegpunkt. Und einen Genau. Ziehen. Also ist erst beide setzen, dann durchführen. Okay. Warte mal. Okay. Also hier kommt. Du kriegst, wenn den da, du kriegst einen Ziehen, hier kriegst du einen Siegpunkt. Und weil du Und hier geschlossen auch. hast, kriegst du nochmal zwei Siegpunkte. Bist du schon gefahren? Na. Na. Eins, zwei, drei. Na, den einen bin ich schon gefahren. Okay. So, dann. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ich investiere nochmal in Afrika. Plus 2, 1, 2. Oder na, ah, jetzt hat sie ihn gesehen. Verdammt, da komme ich nicht dran. Ja, ich glaube. Ich glaube, ich mache das hier. Na, es geht auch nicht. Scheiße. Ich mach's mit dem da. Dann kriege ich 2, 1, 2 und ich krieg einen 4, also 1 plus 3 sind 4 Siegpunkte und hier auch einen sind 5 Siegpunkte. Dann bist du dran. Mache ich den hier. Dann sind das 1, 2, 3, 4. Boah. Und ich darf einen ziehen. Boah, das ist stark, ja. Da setze ich gleich 2 und du bist dran. Zwei plus zwei sind vier, eins, zwei, drei, vier. Dann ist hier geschlossen. Ich führe den Effekt des Markers durch. Den hier. Ja, man nimmt irgendwie immer den Besten. So ein Dreierpanzer, den ich aussortiert habe jetzt. Also er kommt wieder in den Beutel zurück. Da, endlich mal. Vorher hat sie mir einen Vierer weggehauen. So, dann habe ich hier geschlossen. Ich bekomme noch den Effekt hier drin, das heißt zwei Marker ziehen. Eins, zwei. Und dann bekomme ich Siegpunkte und zwar hier 5 für diese Location hier. Also 5, 6, 7, 8 Punkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und du bist dran. Also in dieser Partie haben wir gar nicht so viel gegeneinander gearbeitet wie vorher. Jeder hat da irgendwie sein Land, an dem er voll investiert. Ja.
Ach Gott. Was macht man da? Ach Also, du. Du ja, Sau. weil. Das ist so billige 2 Siegpunkte. Ich wollte es mir immer holen, aber kam nie dazu. Ja, das ist guter Rat teuer, gell? Das ist schon stark, wenn du das da kriegst. Wenn du das da schließt, das ist schon gescheit stark. Es ist gerade echt schwierig. Ich setze hier einen Dreier. Eins, zwei, drei. Und schließe es damit ab. Das heißt, du kriegst 3 Punkte. Nicht Nein, nein. das ist deiner. Wo warst du? Geh schon wieder auf die blöden Siegpunkte da. Du bist so billig, weißt du das? Du bist so billig, Mann. Na wirklich, ey, du bist so billig. Kriegst du nur mal 5, das ist schon so pervers. Nicht so lange überlegen. Meinetwegen, dann. Das, dann bombe ich einmal. Okay, was haben wir da? Eine Flieger zurück in den Beutel. Keine Spezialmarke erwischt. Jetzt habe ich auch lange überlegt, sorry. Ich will sie nicht Okay. gewinnen lassen. Es war aktuell nicht einfach. Eins und dann. Ja, wirst schon wieder billig Siegpunkte haben. Ja, komm, einer geht noch. Bin mir nicht sicher. Einer geht noch. Ja, ist schon schlimm. Für so ein kleines Spiel, so coole Ich mache Entscheidungen wieder treffen zu hier. müssen. Eins. Nein! Okay, dann setze ich hier ein Flugzeug mit 0. Und ich darf noch eine Einheit setzen. Ich glaube. Ja. Dann setze ich den General nach. Das heißt, ich darf jetzt einmal einen Token ziehen.
Ja. Dann bekomme ich 4, also 1, 2, 3, 4. Dann ist geschlossen und ich kriege 30 Punkte. Dann bist du dran. Zähl mir, ja, Also zeigst du mir jetzt deine Einheit? Das ist wichtig. Da musst du ja, es ich sag umdrehen. mir. Du musst es so spielen, ne? Nicht aufheben. Aber danke für die Einsicht. Jetzt sag mir nochmal, der General gibt er nur auf die eigenen oder Na, na, überhaupt? eigenen, Nur auf logischerweise. die eigenen. Ja. Der befehligt sozusagen die eigenen Leute nochmal, spannt er an und dann kriegst du pro Lufteinheit und Landeinheit und der Admiral ist Lufteinheit und Seeeinheit. Okay. Ich finde es cool, jede Partie ist ein bisschen anders. Kann ich nicht. Was? Das ist schlimm. Das ist gerade echt schlimm. Na? Ja, vielleicht ziehst du die Atombombe. Die ist dann heftig. Also, das sind dann Drei. drei. Okay. Und dann kriegst du hinter den Schirm. Genau, so dann. Spiele ich hier. Die 3, ein Siegpunkt und 3. 1, 2, 3, dann ist geschlossen. Jeder bekommt 2 Siegpunkte. 1, 2. Und du bist dran. Komm, ich brauche nur 25 Punkte. Echt. Okay. Also noch zu haben. Nachts Es ist sind ja schlimm, in noch. Sind Osteuropa ist noch kein einziger Makler. ja Ich glaube, nach 6 Partien habe ich noch nie gesehen, dass irgendein Schauplatz komplett vom Krieg verschont wurde. Es ist echt schlimm. was Geiles machen wir Spiel. da? Geiles Spiel. An ein paar Schauplätzen wird voll gepokert. Na komm, Ja. wir nehmen gerade auf. Ich weiß, ich muss mich auch am Riemen reißen. Mach's einfach, auch wenn es den Ja, ich Verlust kann das bedeutet. hier machen, oder? Ja, die Wissenschaftlerin kannst du überall setzen. Ja. Das ist, ich glaube, die stärkste Einheit überhaupt. Ja, der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Jetzt schwanke ich zwischen drei hier oder hier. Dann muss ich. Wohl oder übel eine Lufteinheit hier setzen. Ja. Ja, ich muss überlegen, wo ich das mache. Also ich krieg eins da, genau.
Bist du dran? Habe ich auch. Ja, ich habe sogar noch gelbe Marker drin. Vielleicht ziehe ich ja mal einen. Das wäre ja Eins, cool. zwei, vier, fünf. Was hast du jetzt gemacht? Hier zugemacht. Puh. Jetzt sind wir gleich auf. Und du bist dran. Nein, nein. Ein zerstören. Ach so, das Bomben. So ziemlich egal gerade. Ja, okay, das ist mir nicht so egal. Das hätte ich vielleicht nur geplant. Ah, sie hat da viel Vorteil gebracht. Ich hätte gerne einen gelben Marker gehabt. Also. Ja, ob du das zumachst oder nicht, das ist eh schon scheißegal. Das sind 5 Punkte. Du musst 5, na 6, 7, 8 Punkte. Wow, hey. Es ist scheiße. Jetzt bin ich am Arsch. Wenn ich krieg da 4. Na! Es ist. Da wären so geile Felder her, man kriegt da nichts mehr. Und einmal ziehen, das, ich bräuchte den gelben Token für die letzte Runde. Aber ich gehe hier auf Bomben. Dann darf ich deinen wegbomben. Auch keine gelbe Einheit. Dann verlierst du einen Panzer. Und du bist dran. Ich glaube, es ist nicht schwer. Ich glaube, dass du es gewinnst. Ja, wenn du jetzt hier zumachst, kriegst du auch 5 Punkte. Nehmen wir gleich auf. Nein, du kriegst vier, fünf. Du kriegst 8 Punkte, wenn du jetzt Ja, und zumachst. du kriegst auch 7 Punkte. Dann würdest du ja gewinnen. Ich krieg 5 Punkte, vielleicht. Oder 7, je nachdem. Ja, also wahrscheinlich siegen. Das weißt du Also nicht. ich Das gehe weißt mal du ja vom nicht. Schlechten aus. Ja, Ja, irgendwas aber musst du machen jetzt. ich kann ja jetzt nicht riskieren. Naja, theoretisch könntest du ab. Ich mach mal so. Boah, du Sau! Ja, jetzt kriege ich 4 Punkte. Na, fünf Natürlich. Punkte. 1, 2, 3, 4, 5. Ah! Na, das war ein kluger Zug. So oder so. Jetzt kann ich nirgends mehr einsetzen. Scheiße. Ja, ich glaube. Ja, vielleicht sehe ich noch was Geiles. Ah, warte. Erst sitzen.
den. Jetzt geht's so weiter. Muss den gelben Marker ziehen. Ich muss den gelben Marker ziehen. Nicht ganz. Oh, wird das spannend. Oh, wenn du fertig bist, habe ich nämlich nur einen Zug. Ja, ich weiß. Also, Wow, es wird jetzt spannend. jetzt 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Ach 5 so. und dann du kriegst noch 3. Genau. Da, jetzt kommt mein letzter Zug. Der geht da drauf. Dann plus 4, 1, 2, 3, 4. Und dann kriege ich nochmal 3 Punkte. 1, 2, 3. Und 2 Punkte hast du gewonnen. Boah! Das war ein kluger Zug da unten. Aber Ja, du hast ich hätte recht. nicht 7 Punkte gemacht, ich hatte nur 1er. Ah, Den okay. 3er habe ich jetzt gerade gezogen. Ja, das konnte ich trotzdem nicht Da riskieren. kannst du nicht wissen. Aber war ein tolles Finish, sehr spannend, finde ich. Ja. Also, jetzt selber gesehen, wie ich im Fazit auch gesagt habe, ich finde es mega spannend. Für so ein kleines Spiel, für zwischendurch, das ist echt toll, ja. Oder wie hier abends, man hat nicht viel Zeit zum Spielen, dann kann man das auch mal auf den Tisch bringen. Ja, es hat dir auch gefallen, oder? Ja. Definitiv. Okay, das war's mit Let's Play wieder mal und ich hoffe, wir sehen uns wieder bei meinen nächsten Videos. Euer Stream Board Gamer und die Franziska. Ciao. Ciao.